Herzlich willkommen zur ersten Folge von Boardcast, dem offiziellen Podcast von No Board. Jawohl, ich stelle vor, zu meiner Linken einmal Lisa Picker und zu Lisas Linken einmal Björn Lübschen und mein Name ist Kevin Lübschen. Wir sind die Nasen hinter No Board und wir wollen heute sprechen über Sicherheit und das soll unser erster Podcast werden. Aber bevor wir loslegen, wie geht's euch? Soweit ganz gut. Und dir? It muss. Also ich glaube, wir haben zusammengerechnet also du hast 13 Stunden gearbeitet? Nee, mehr hast du gearbeitet. Gestern okay, noch mehr heute. Als von heute? Gestern und heute. Ich glaube, bei 18 bin ich. Das sind 18 Stunden, ich habe... Okay, mehr als vom Wochenende? Wir reden vom Wochenende. 18 Stunden. Gestern und heute. Ich habe 14 Stunden. Lisa hat 2 Stunden. Eigentlich null. Null. Also ich habe dieses Wochenende mal nicht gearbeitet. Ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen Urlaub. Ja. Also dementsprechend, Björn und ich sind ein bisschen müde. Das macht Lisa dann. Deswegen haben wir auch... Getränke. Genau, wir haben schwarze Getränke und... Braune und Getränke. Das wollen wir nicht. Und Lisa trinkt Pipi. Jawohl. Wir sprechen heute über Sicherheit. Sicherheit auf der Piste. Und wir wollen natürlich auf alle Aspekte... des Themas eingehen und wir fangen ganz, 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 ganz vorne an. Und zwar jeder, der das erste Mal auf seinem Board stehen will, soll, kann, tut, wird, muss, darf, was vergessen, bekommt irgendwann keine sowas Ahnung. Hier. Ja. Ein Helm. In Deutschland besteht keine Helmpflicht für Ski- und Snowboardfahrer. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht sinnvoll ist, einen Helm zu tragen. Mein Gedanke dazu ist immer folgender: Man braucht den Helm immer dann, wenn man gerade keinen trägt. Und wenn man ihn gerade dann nicht trägt, dann wäre es halt sehr gut gewesen, man hätte einen. Was ist eure Meinung dazu? Ja, ich finde, man sollte Helmpflicht einführen, weil es passieren immer wieder Unfälle, ob jetzt gewollt oder Funpark oder nicht Funpark. Und er stört ja auch nicht. Und wenn jeder mit so einem Ding auf dem Kopf rumfährt, ist es ja auch nicht in oder out. Und man kann sich die Farbe und Form mehr aussuchen. Von daher finde ich, sollte man auf jeden Fall einen Helm tragen. Bin ich auch voll der Meinung. Man weiß ja nie, was irgendwie unter dem Schnee direkt, ob da ein Baumstumpf oder ein Stein liegt oder sowas. Deswegen immer wichtig, einen Helm zu tragen. Finde ich auch. Also, ich glaube, wir sind da relativ einer Meinung. Wir sehen täglich, wie das enden kann, wenn man Snowboardfahren das erste Mal macht und man trägt keinen Helm. So einen schönen Wummer auf dem Kopf, da macht man genau einen von und dann hat man keinen Bock mehr auf Snowboarden. Mhm. Und das sind solche Dinge ganz nett. Was ich dazu sagen kann, ich habe einen Helm schon mal zerstört. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Nein, das ist jetzt interessant. In Kanada habe ich es tatsächlich geschafft. Ich bin Tiefschnee gefahren. Bin, wie Björn eben schon wunderschön sagte, durch den Tiefschnee gefahren und im Tiefschnee vergraben war ein Baumstumpf. Und der war ganz plan eingegraben mit Schnee. Normalerweise machen die immer so schöne Hügel. Der hat keinen Hügel gemacht. Ich bin mit voller Wumme davor gefahren. Hab dann einen halben Salto gemacht und bin mit meinem Kopf in einen Baum, der daneben stand, gefallen. Und dann war hier oben ein schöner Riss drin. Ich hoffe, du hast ihn danach nicht weitergetragen. Nein. Ein Helm nach so einem Sturz sollte man austauschen. Also wenn irgendwelche Sachen dran sind, sollte man den nicht weiter nutzen und dann lieber auf Sicherheit gehen und sich einen neuen kaufen. Genau. Und da gibt es auch die Frage immer, muss das jetzt ein 500-Euro-Helm sein oder reicht es auch ein Chibo-Helm? Abgesehen davon, dass Chibo-Helme gar nicht mal so schlecht sind, Helm ist Helm und Helm ist nicht euer Kopf. Auf jeden Fall. Also Hauptsache... Was Stabiles zwischen dem Gegenstand und eurem Kopf sollte sein. Und eine Mütze reicht da definitiv nicht aus, wie viele andere Snowboarder oder Skifahrer es tagtäglich vormachen. Gerade sagen, auch wenn die Leute in den Snowboard-Videos meistens keine Helme tragen, weil sie cool sind, wir sind nicht alle so cool. Und die Videos von denen, die sich auf die Fresse gelegt haben und wo sie sich mal einen Helm besser geholt haben, die sieht man leider nie. So viel dazu. Das ist richtig. Weiterer Punkt, nächster Punkt. Und zwar... Nächste Gegenstand. Das ist eine wunderbare Kiste mit Stuff. Ja, Stuhl als Kiste. Das sieht man in der Kamera nicht. Das hast du die schöne Illusion zerstört. Unsere Zauberkiste. Wir bauen eine Kiste, die macht dann... Ich will mir etwas raus. Ich leg einfach mal wieder so stylisch hier. Ja. Ja, mein Rückenprotektor. Ich persönlich hasse Rückenprotektoren, die
blank sind, das heißt diese typischen Motorradrucksäcke, wo man einfach so einen Hartschallpanzer am Rücken hat. Ich mag das nicht, das ist einfach dieses Rucksackgefühl. Lisa ist mir da, ist der anderer Meinung, weil sie persönlich fährt so ein Ding. Ich fahre so ein Ding und zwar ziemlich gerne. Genau, das ist persönliche Sache. Ich habe so einen schönen soften, so eine schöne Weste. Ja, die sorgt nicht dafür, dass ich meinen Rücken nicht überstrecke, aber die sorgt dafür, dass ich, dass der Stoß, der da drauf kommt, sehr verteilt wird über den ganzen Rücken. Deswegen finde ich die persönlich sehr angenehm. Meine Meinung zu Rückenprotektor ist, mich hat noch nie einer gestört. Ich mich hatte aber schon oft Nutzen davon. Also ich bin schon oft genug auf den Rücken gefallen und dementsprechend war ich dann ganz froh, dass ich den anhatte. Die Situation, dass ich einmal gefahren bin und gedacht habe, meine Güte, der Rückenprotektor ist jetzt echt unnütz und stört mich nur, hatte ich eigentlich noch nie. Abgesehen davon hält der Rückenprotektor, gerade meiner, den Rücken sehr warm durch dieses einfach dieses dünne, was ist dünne, dieser weiche Stoff, der sich an den Rücken anschmiegt, sorgt sehr dafür, dass man den Rücken, dass der Rücken halt warm wird, weil er sich halt ganz an den Rücken andrückt. Björni, deine Meinung? Ja, ich fahre ja auch genau den gleichen Rückenprotektor. Genau den. Mich stören tut er eigentlich auch nicht. Ich habe den, also eigentlich ziehe ich ihn auch nur an, wenn ich jetzt wirklich Parkfahren gehe. Also das ist so meine Angewohnheit beim normalen Pistenfahren, ziehe ich den nicht so an. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, aber mich eigentlich stören tut er auch nicht. Das ist wichtig zu wissen ist, bei uns in der Skihalle gibt es immer, also abgesehen davon, dass wenn wir in der Skihalle fahren, das ist generell, der meiste, wenn man das Jahr als Ganzes sieht, eigentlich nie viel los ist. Mit Ausnahmen von Weihnachten, und Neujahr, da diese Ferienzeit, wie halt in jeder Skigebiet, wie in jedem Skigebiet Hochsaison ist, ist auch bei uns Hochsaison. Und da gibt es so die Peak-Tage, das ist so 27., 28., 29., 30. Da fahren fast alle Skilehrer mit einem Rückenprotektor. Ich fahre sogar den ganzen Winter mit Rückenprotektor. Ja, ich bin auch ziemlich froh, weil ich habe auch schon oft erlebt, dass ein anderer Gast aus einem ganz anderen Kurs mir hinten die Füße weggesäbelt hat. Und ich war echt froh, dass ich einen anhatte, weil das hätte sonst ziemlich wehgetan. Genau, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Also selbst die Leute, die, wie gesagt, ich fahre das Ding auch immer, aber selbst die Lehrer, die normalerweise keinen tragen, tragen zu der Zeit einen Protektor genau aus diesem Grund. Die Piste ist so voll und man weiß nie, wer unkontrolliert von hinten angerast kommt. Und mein Jackpot ist es, sei vorletztes Jahr 8-mal an einem Tag umgepiept zu werden. Nicht schlecht. Habe ich mir gerade noch selbst zensiert. Hast du mitgezählt? Wow. Ja, 8-mal. Ja, das war, also ich glaube, nach dem 4. Mal fängt man an mitzuzählen an einem Tag. Da wird man bestimmt noch richtig schön. War sehr schön, ja. Und da war ja 3-mal wirklich von hinten die Beine weggezogen. Das ist sehr schön. Vor allem immer, wenn die Schüler, die hinfallen, von hinten in letzter Sekunde noch das Snowboard hochreißen und die Vorderkante von deren Snowboard die richtig schön in die Waden rein. Genau, ja, dann über den Boots fängt dann so der erste Punkt an, wo dieses Snowboard in die Waden rein. Genau, da wo es dann halt nicht mehr, wo es dann richtig wehtut. Ja. Also mich stört das eher nicht, dass sie mich von den Beinen holen. Mich stört das eher, wenn ich sitze und die mich dann in den Rücken rein. Also Leute, die nicht bremsen können. Das und ist mir auch noch nicht passiert. Das Beine wegsäbeln, ja. Ja, Beine wegsäbeln, das passiert öfter. Aber das halt einem, wenn du sitzt irgendwo und der kann dich halt rebremsen und dann setzt dich auf den Arsch und haut dir trotzdem das Snowboard in den Rücken. Sehr unangenehm. Deswegen Rückenprotektor. Stört nicht, am besten bevor ihr ihn kauft, einfach mal anprobieren. Und es gibt viele verschiedene Materialien und Westen und Rucksackdinger und sie stören nicht und bringen am Ende sehr viel. Nächstes Thema, Crashpants. Ich habe keinen Crashpant. Jörn hat keine Crashpant. Crashpant. Lisa hat eine Crashpant. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Crashpant ist, das ist eine Hose mit Schützern. Du hattest eine, hast auch keine mehr? Ich habe auch keine mehr, weil ich sie dann doch nicht mehr gebraucht habe. Hab eher so für den Anfang, als ich mit dem Funpark angefangen habe. Dafür ist die sehr, sehr nützlich. Also die meisten Nutzer tragen sie hauptsächlich im Funpark. Also eine Crashpant beim normalen Fahren bringt nicht so viel. Außer der Steißbeinschutz, der ist da drin teilweise Gold wert. Aber wie das halt immer so ist. Der Rückenprotektor ja auch. Also ja, je nachdem, wie lang der ist. Ja, bei mir hat der doch nie geholfen, der Rückenprotektor. ja, die Crashpants, meiner Meinung nach, wenn man normal auf der Piste fährt, braucht man das nicht. Es ist nicht schlimm, das zu haben. Auch das ist wieder so eine Sache, wenn man sie hat, stört einen nicht beim Tragen oder beim Fahren.
Aber im Gegensatz zu Helm und Rückenprotektor finde ich eine Crashband nicht als notwendig beim Fahren. Nee. Wobei ich die anderen beiden Sachen strengstens empfehle für jeden, der diesen Podcast hier guckt. Und auch vielleicht mal gucken wird. So, Crashband. Abgehackt. So, jetzt geht's weiter. Knie- und Handgelenkschoner. Björn, hau mal raus. Knie- und Handgelenkschoner. Ja, also Knieschoner weiß ich gerade. Also ist bestimmt ganz nützlich, wenn man mal nach vorne fällt. Habe ich noch nie getragen, werde ich auch nicht tun. Und Handgelenkschoner, nee. Also das ist auch für mich so eine Sache, die brauche ich nicht und die tut wahrscheinlich dann halt nicht mehr so weh. Also das tut dann halt im Handgelenk nicht weh, aber halt dann woanders, wo der halt aufhört, nicht so geil. Also Meiner Meinung nach. mein Punkt darin ist relativ simpel. Ich kann auch in Ritterrüstung fahren. Das will ich sehen. Man muss halt irgendwo die Grenze finden. Und meine Grenze, wie eben schon gesagt, ist eigentlich bei Helm und Rückenprotektor. Danach ist eigentlich schon meine Grenze zwischen dem, was ich sage, was ich wirklich strengstens empfehle. Crashpant ist nice to have. Knieschoner. Kann ganz hilfreich sein. Und Manchmal. Handgelenkschoner ist einfach Overkill. Dazu gehören auch Gibt Ellenbogenschoner. es, habe ich schon gesehen. Also Und eigentlich nicht drüber zu lachen. Wer weiß, vielleicht brauchen manche Menschen ja, das ja. da sind wir jetzt mit unserer kompletten Skate- oder Boah. Roll-Inliner-Ausrüstung Ja. durch. Und ganz wichtig, gehen wir nochmal zurück zu Helmen. Wenn wir von Helmen sprechen, sprechen wir von Ski- und Snowboard-Helmen. Nicht von Nicht von Fahrradhelm. Fahrradhelmen Nein. oder Motocross-Helm, wo Motocross-Helm ist noch besser als ein Fahrrad, Worst-Case-Fahrradhelm, die haben auf der Piste nichts zu suchen. Die An bringen alle auch Mama und ehrlich Mamas und nichts. Papas da draußen, hört auf eure Kindern, Fahrradhelme anzuziehen, um Ski zu fahren, beim Skifahren. Wir haben bestimmt Mamas und Papas da drin. Wenn ihr Mamas Papa seid, einmal unten schreiben, ich bin Mama und Papa. Beides Beides, gleichzeitig. Ich beides. bin Aber Mama und nur für Papa. diejenigen, die Mama und Papa sind. Ja, kommen wir nochmal zu Knie- und Handgelenkschonern. Ja. Knieschoner müsst ihr selber wissen, Handgelenkschoner halte ich absolut gar nichts von. Die blockieren auch sehr die Handbewegungen und man ist sehr eingeschränkt in dem, was man macht. Also Genau, und sollte man ein paar Parkleute annehmen. ja, genau, dann kann man das nicht mehr machen. So, nächster Punkt ist Handschuhe mit eingebautem Schutz. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, es gibt viele Handschuhe, Snowboard-Handschuhe. Die haben so eine kleine Plastikplatte. Und das ist meistens so ein gerades Stück und das ist so vorne so gebeugt. Und die sind dann quasi in dem Handschuh so eingenäht, dass die quasi hier aufliegen. Das heißt, ihr könnt euer Handgelenk eigentlich nicht mehr benutzen. Es geht dann nur noch in die eine Richtung, aber nicht mehr in die andere Richtung. Genau, das soll. Meine Meinung dazu ist relativ strikt. Und zwar, ich glaube, dass diese Dinger mehr Schaden verursachen, als sie nutzen. Ich habe schon Unfälle auf der Piste gesehen, wo diese Dinger gebrochen sind. Und ich habe einfach die Erfahrung damit gemacht, dass dieser Handgelenkschoner, das ist zwar nett, wenn man hinfällt und man kann sich auf diesen Schützern quasi abrutschen, das ist ein bisschen angenehmer für die Hände, aber in dem Moment, wo man stürzt und wirklich die Gefahr hat, dass was kaputt geht, dann brechen die Dinger zuerst und dann bricht die Hand dahinterher. Und abgesehen davon, dass die Hand zwar nicht mehr in diese Richtung gestreckt werden kann, Kann sie umso mehr in die kann andere sie quasi halt, gestreckt werden. ja. Und wenn die Dinger nicht brechen, dann verschiebt es den Bruch einfach um halt nicht Handgelenk, sondern im schlimmsten Fall auf den Arm. Genau, Ja. und Und das ist wesentlich schmerzhafter Ja, und unangenehmer. komplizierterer Bruch Komplizierter, als ja. das Handgelenk, glaube ich. Also, ich Genau, bin jetzt kein also Facharzt, aber an die Fachärzte genau, wenn ihr daraus. Fachärzte seid. In die Kommentare, Aber wir wollen es wissen, was ist schlimmer. nur, wenn ihr Mamas und Papas und Fachärzte seid. Unsere Kommentare werden sehr wenige sein nach so einem Video. Das haben wir abgehakt. Das haben wir auch abgehakt. Das haben wir Das auch. haben Das wir. Das ist ganz wichtig. Und zwischen Handgelenk und Knieschoner, das ist sehr wichtig. Müssen wir nochmal drauf eingehen. So, Schutzausrüstung. War es das mit Schutzausrüstung für Border? Mehr habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Ich glaube, das war's. Also, wie gesagt, Dann sind wir von. eigentlich alles Ja, durch, ne? Wenn man so Füße mal braucht so man nicht, Head, Schienbein Shoulders, Schoner Knees sind auch and so. Toes. Dann schau dann. Quatsch, vergiss es. Wir können so wie diese Footballer, diese Helm mit, Helm Ganzkörper-Schulter-Dinger. mit, Visier, genau. Mit Visier. Visier und Mundschutz. Also falls euch noch irgendwas einfällt, was ihr vielleicht tragt, Ja.
da unten rein. Intimschutz. Falls ein Skifahrer irgendwie euch zwischen die Beine kommt und das Skihoch. Jawohl, das war quasi erstmal die persönliche Ausrüstung, die man tragen kann, um sich selber beim Fahren zu schützen. Kommen wir jetzt zu den Verhaltensregeln auf Pisten, denn viele, das war tatsächlich eine der Fragen, die ich sehr oft bekommen habe, ist, wie sind die Regeln auf der Piste? Wie, wenn ich jetzt einen Sturz hatte oder wenn ich mit einem anderen zusammengestoßen bin, wer ist da schuld und wer hat darauf zu achten? Und dafür gibt es die sogenannten FIS-Regeln. Und die haben wir uns einfach mal mitgebracht, denn jeder sollte die FIS-Regeln kennen. Und natürlich auch immer einen Auszug der FIS-Regeln am Mann zu haben, natürlich nicht, aber man sollte die Regeln kennen und einhalten. Und wir gehen einfach mal durch, welche von den Regeln wir einhalten. Tja, das war's dann mit den Regeln, die wir einhalten. Okay, Lisa, fang mal an, du hast die vor dir liegen. Ja, also die erste Regel überhaupt, Rücksicht auf andere Ski- und Snowboardfahrer nehmen, dass man nicht rücksichtslos die Piste runterfährt, andere Leute schneidet und dann am Ende einen Unfall verursacht, weiterfährt und es gar nicht mitkriegt. Das ist eine Regel? Ja, die erste sogar. Du hast gerade so viele Regeln in einer. Nein. Das ist ja sowas von, okay, das ist tatsächlich die Regel. Hab ich jeder Skifahrer und Snowboarder muss sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet oder schädigt. Das ist jetzt die Originalregel, wie sie hier von FIS geschrieben ist. Von Regel FIS. Nummer 1. Regel Nummer 1. Ja, Das ist der Nachname, der FIS. Von Herrn FIS, genau. Der hat auch die Hartz-IV-Gesetze geschrieben. Deswegen sind das die FIS-Hartz-IV-Gesetze. Jawohl, ich glaube, da müssen wir nicht weiter auf eingehen. Also seid lieb zu den anderen. Regel Nummer 2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise. Also ich lese mal vor, was sie hier sagen. Jeder Skifahrer und Snowboarder muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen. Ist eigentlich auch. Erklärt sich auch von selbst, ist quasi eine Erweiterung der ersten Regel und. Na, da sind ein paar Sachen dabei. Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit im Verhältnis zur Sichtweite. Witterungsverhältnisse. Das ist das Gleiche. Also. Das ist am Ende mein Wort so. Keks! Ja, Geschwindigkeit im Verhältnis zur Sichtweite. Das wollte ich. Witterungsverhältnis ist ja scheißegal. Geschwindigkeit im Verhältnis zur Sichtweite. Okay. Beim Snowboard oder generell beim Wintersport verliert man schnell den Sinn für Geschwindigkeit. Man kann nicht einschätzen, wie schnell man fährt, bis man so eine schöne Kiste hat. Also ich meine, es ist kein Blitzgerät, sondern es gibt auf Pisten tatsächlich so Geschwindigkeitsmesser. Dann fährt man dann vorbei und denkt sich, ja, gibt's. Die sind sehr cool. Die sind tatsächlich sehr Wieso cool. Wieso habe ich noch nie einen gesehen? Die sind meistens... Du rast so schnell da vorbei. Meistens sorgen sie dafür, dass die Leute rasen, weil die halt den Highscore knacken wollen. Aber die gibt's tatsächlich. Und das Problem ist, wenn man da mal vorbeifährt, merkt man erstmal, wie schnell man fährt. Dass so Tempo 50, 60, 70 auf einer steilen Piste locker drin sind. Und wenn die Sichtweite nicht locker 50, 60, 70 Meter ist, das sehr schnell gefährlich werden kann. Und natürlich abgesehen davon, wie euer eigenes Fahrkönnen ist und ob das besonders sinnvoll ist, mit eurem Fahrkönnen so schnell zu fahren, ist dann wieder eine andere Sache. Aber achtet mal darauf, wie groß euer Bremsweg wird, wenn ihr anfangt schnell zu fahren. Und das ist unter Umständen zu viel für gegebene Sichtverhältnisse. Dementsprechend die Regel... befasst sich meiner Meinung nach besonders darauf, Fahrt angebracht an die Sichtverhältnisse. Genauso wie beim Autofahren auch. Für diejenigen, die noch kein Auto fahren können, die dieses Video gucken, schreibt einen. Nein, nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt ein Fahrradbeispiel geben oder Slame. Ich könnte ein Snowboardbeispiel geben, weil. Wann war ich im Urlaub? Anfang März, glaube ich, mit einer großen Truppe. Keine Sicht gehabt, dann musst du halt auch, wenn du vor allem als Gruppe zusammenfährst, sehr vorsichtig sein und dann halt auch anzeigen, dann notfalls, wenn man anhalten möchte, weil es gehen ganz schnell ganz viele Leute verloren, wenn man irgendwie sich nicht da absprechen kann während der Fahrt. Und wir hatten irgendwie nur 5 bis 10 Meter Sicht, vielleicht eher 5. Das heißt, wir haben nach hinten geguckt und keinen mehr gesehen, beziehungsweise nur den, der wirklich an dir dran geklebt hat, ganz hinten. Und es war halt nicht, also es war nicht mehr spaßig da zu fahren, da muss man halt wirklich sehr langsam fahren. Da hatten wir auch Probleme, sogar rechts und links die Pistenmarkierungen zu finden, zu suchen, um zu gucken, ob wir noch auf einer Piste sind. Aber
ja, das war nicht sehr spaßig, sondern eher sehr anstrengend, da wirklich heil den Berg runterzukommen mit der ganzen Gruppe von 10 Leuten oder sowas. Ohne Ja, jemanden zu verlieren. ohne jemanden zu verlieren und auf der Piste zu bleiben, weil wirklich, wenn man mitten auf der Piste, man konnte rechts die Markierungen nicht mehr sehen und man konnte links die Markierungen nicht mehr sehen. Du konntest geradeaus und nach hinten nicht gucken, da warst du so ein bisschen verloren auf der Piste. Und ja, von daher immer sehr vorsichtig bleiben und halt versuchen, irgendwas an Schildern zu erkennen, um dann wirklich da vernünftig runterzukommen. Okay. Ja, soweit zu meinem Urlaub. Regel Nummer 3. Restlichen Tage waren schön. Okay, Regel Nummer 3, Wahl der Fahrspur. Der von hinten kommende Skifahrer und Snowboarder muss seine Fahrspur so wählen, dass der vor ihm fahrende Skifahrer oder Snowboarder nicht gefährdet. Ja, im Grunde genommen bedeutet das Folgendes: Wer drauf fährt, ist schuld. Wie beim Autofahren. Gute alte Autofahrregel. Wer drauf fährt, ist schuld. Beim Skifahren genauso. Bedeutet, wenn ihr überholt, wählt eure Spur so, dass ihr weit von den vorausfahrenden Fahrern vorbeifährt und mit einschätzt, dass diese Person eventuell schlagartig die Richtung ändern könnte. Bedeutet, fahrt nicht so, dass ihr gerade noch hinten sein Board oder Ski berührt, sondern lasst einfach mal ein paar Meter Platz. Nummer 4. Kommen wir von mir aus die leichte Regel. Also Nummer 4 hat er schon erklärt, und zwar ist es das Überholen. Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder von links, aber immer nur mit einem Abstand, der dem überholten Skifahrer oder Snowboarder für alle seine Bewegungen genug Raum lässt. Ja. Gerade erklärt. Ist auch logisch. Ja, natürlich. Jawohl, weiter geht's. Einfahren und anfahren und hangaufwärts fahren. Jeder Skifahrer und Snowboarder, der in eine Skiabfahrt einfahren, nach dem Halt wieder anfahren oder hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann. Das war jetzt viel. Das war jetzt viel und vor allem ist es immer dieses schöne Juristendeutsch. Ja. Bedeutet Folgendes: Wenn ihr losfahrt oder wenn ihr irgendwie stehen bleibt, guckt, dass keiner gerade damit rechnet. Also guckt, dass ihr einmal sicher seid, dass ihr genug Platz habt zum Stehenbleiben oder die Piste zu kreuzen oder loszufahren. Ja, beim Autofahren auch da wieder, wer sich in den Verkehr eingliedert, muss gucken, dass die Bahn frei ist. Das ist beim Skifahren genauso. Keiner, der euch überholt, kann damit rechnen, dass ihr gerade auf einmal losfahrt und in seine Bahn springt. Und genauso wenig kann jemand damit rechnen, dass ihr nicht nur eine Kurve fahrt, sondern die Kurve so weit dreht, dass ihr wieder hangaufwärts fahrt. Auch das sieht man oft genug auf der Piste. Wie gesagt, da müsst ihr euch sicher sein, dass der Verkehr auf der Piste das erlaubt. Weiter geht's. Sechste Regel: Anhalten. Jeder Skifahrer oder Snowboarder muss es vermeiden, sich ohne Not an engen und unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter Ski- oder Snowboardfahrer muss eine solche Stelle so schnell es geht verlassen. Ja. Also nicht hinter der größten Kuppel anhalten, die man auf dem Berg finden kann. Ein bisschen Abstand halten und schauen, dass andere, die um die Kurve kommen, vielleicht nicht direkt in jemanden hineinrasen, der da steht und Picknick macht, was Ich auch finde es passieren auch kann. wichtiger, da auch über so Kuppeln oder so Kurven auch nicht lang zu rasen, also wirklich Gas zu geben, ne? Damit halt auch, falls da dann jemand liegt, man da nicht reinfährt und Voraussichtliches Fahren. genau, Es könnte das sein, dass jemand den gehört Weg nicht eigentlich noch. beachtet. Genau, das gehört auch eigentlich zu den ersten Punkten, dass man halt bei Kuppeln und Vorsprüngen und engen Kurven und Ziehwegen und alles, was so nicht wirklich übersichtlich ist, dass man da jetzt nicht rum lang heizt, sondern wirklich auch nochmal Tempo ein bisschen rausnimmt, falls da halt was ist. Also bei mir, ich mache das persönlich immer so, wenn ich so eine große Kuppel habe, wo es dann halt steil runtergeht, dass ich sehr langsam, also dass ich fast komplett stehen bleibe, bevor ich da runterdüse, damit ich einmal runtergucken kann, dass da halt wirklich nichts passieren kann. Grundregel da, also ein Grundgedanke dahinter ist relativ simpel: Wenn die Piste für euch einsichtig ist, seht die Piste euch. Das bedeutet, wenn ihr nicht sehen könnt, wer hinter der Kuppe fährt, dann kann derjenige, der hinter der Kuppe ist, auch euch nicht sehen. Dementsprechend macht es vielleicht keinen Sinn, dort stehen zu bleiben. Anderer Punkt ist, wenn jemand gestürzt ist, die den Platz schnell wie möglich verlassen. Ist leichter gesagt als getan. Ja, jeder, der von euch mal gestürzt ist, wird wissen, dass man da doch erstmal ein paar Sekunden braucht, um sich wieder aufzuraffen. Gegebenenfalls auch nicht mehr so in der Lage ist, sich aufzuraffen.
wie man so eine Unfallstelle absperrt oder sichtbar macht, da kommen wir gleich nochmal zu, nachdem wir die Regeln beendet haben. Deswegen weiter geht's, Nummer 7. Aufstieg und Abstieg. Ein Skifahrer oder Snowboarder, der aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den Rand der Abfahrt benutzen. Ja, wenn ihr gegen den Verkehr fahrt, dann fahrt am Rand gegen den Verkehr. Nächste. Gute Erklärung. Okay. Beachten der Zeichen. Jeder Skifahrer und Snowboarder muss die Markierung und die Signalisation beachten. Ich glaube, das war richtig. Das steht tatsächlich so da. Ja, auch das ist wieder sehr hanebüchen formuliert, So, ehrlich. weil kein Mensch weiß, was er damit anzufangen hat. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen mehr darauf ein. Ja, dass da Slow-Schilder stehen, dass man da langsamer Genau, fährt, es weil da gibt irgendwas sein könnte. manchmal Schilder, die sollte man lesen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Es ist für eure Sicherheit und für die der anderen. Und da kann einiges, vieles draufstehen in verschiedenen Sprachen. Jawohl. Punkt 9 ist Hilfeleistung. Und zwar steht hier, bei Unfällen ist jeder Skifahrer und Snowboardfahrer zur Hilfeleistung verpflichtet. Ja, das ist auch das, sollte jedem bekannt sein, dass wir erste Hilfe zu leisten haben. Das geht auch auf der Piste. Und das ändert sich. Also damit habe ich, glaube ich, die besten Erfahrungen gemacht, dass man auf der Piste generell sehr hilfsbereit ist. Aber für euch diejenigen, die das noch nicht wussten, seid lieb zu den anderen. Okay. Punkt 10 ist die Ausweispflicht. Jeder Skifahrer und Snowboardfahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im Fall eines Unfalls seine Personalien angeben. Ja, das ist Juristengedöns. Björns Handy geht gerade amok. Ja, Juristengedöns, falls ihr einen Unfall habt, generell auf Pisten ist Ausweis. Man ist immer ausweispflichtig. Das gilt auf Skipisten auch. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass in solchen Bereichen, wo man tatsächlich eine Grenze überschreitet, zwischen zwei Ländern, man glaubt gar nicht, was man da in ganz blöde Situationen reinkommt, wenn man auf einmal die Grenze passiert hat und keinen Ausweis dabei hat. Und Ja. diese Grenzen sind leider auf Bergen nicht immer sichtbar. Nee, nicht so wirklich. Nicht so würdig. Deswegen ganz wichtig, dass ja, man den mitführt und wie gesagt, bei einem Unfall, bei einem Unfall sollte man den auch dabei haben. Genauso wie eine Versichertenkarte. Auch das ist, glaube ich, sinnvoll, dass man sowas immer mit sich führt. Kommen wir jetzt zu den Sponsoren. Das war's zu den Sponsoren dieser Sendung. Weiter geht's. Ja, Musste mal erwähnt werden. Genau, das Auf muss jeden man mal Fall. gewähren dann für zukünftige. Das soll ja das einzige Podcast bleiben. Das wird ja in Zukunft alle 2 Wochen wird es das geben. Jedes Mal mit einem anderen Thema. Das Thema wird am Wochenende vorher bekannt gegeben auf Social Networking. Das bedeutet, falls ihr noch nicht bei Facebook uns gefunden habt, versucht es doch einfach mal mit dem Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr uns und da werden wir auch immer die Themen vorher bekannt geben. Und dann dürft ihr euch uns natürlich auch gerne Fragen zu den Themen stellen. Dazu kommen wir gleich auch noch. Pistenregeln haben wir abgehakt. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu Unfällen. Unfallstellen, Unfallsicherung, Unfall. Ja, die weniger schöne Seite des Meine rauschen gerade. Falls ihr denkt, das war eine leichte Mikrostörung. Hier ist sowas vorbeigeflogen. Genau, die weniger schöne Seite des Snowboardens besteht leider darin, dass wir täglich damit zu tun haben, dass Leute im Schnee liegen und nicht mehr von alleine aufstehen können. Und gerade wir als Lehrer bekommen das häufiger mit, dass Menschen im Schnee liegen, weil wir daran interessiert sind, die Ich glaube. Neun. Regel Nummer 9 zu beachten, die ihr natürlich jetzt gerade auswendig gelernt habt, dass wir sehr schnell den Leuten, die im Schneefall unfallt sind, helfen. Und fangen wir erstmal an mit dem ersten, was man generell an jeder Unfallstelle macht, die man vorfindet, die Eigensicherung und die Sicherung der Unfallstelle. Auf Skipisten gibt es ein ganz einfaches Signal, das sieht ungefähr so aus.
jemand das sehen kann. Falls mal dahin, wo es unscharf ist, genau. Ich glaube, jeder erkennt, dass es ein X ist. Genau, ein X. Ein X auf Skipisten. Sagen können. Genau. So, entweder mit Händen, mit Skistöcken, mit Snowboards, mit rumstehenden Statisten, mit zwei Bäumen. Mit hast du was so zurechtgebogen? Es ist eigentlich egal. Wir gehen mal eben zwei Bäume ausreißen, sind gleich wieder da. Wir müssen X bauen. Ja, egal wie dieses X auf der Piste zu sehen sind, meistens sind es Skistöcke, die im Schnee gekreuzt gestellt sind. Das bedeutet, das ist eine Unfallstelle und da sollte man sich wirklich sehr, sehr langsam annähern. Und gegebenenfalls helfen, falls nicht schon 18 Leute daneben stehen und alle ihre Notfallpack rausgeholt haben. Die man immer dabei hat. Notfallpack. Ja, da kommen wir gleich drauf zurück. Und Snowboards kann man in den Schnee rammen. Und verkeilen, das geht sehr gut mit den Windungen, dass man die irgendwie so gegeneinander stellt, dass die auf jeden Fall hochkant stehen, damit man sieht, da kann ich jetzt irgendwie nicht langfahren. Ja. In Zukunft wird es wahrscheinlich von uns da noch eine Folge geben, wie man eine Unfallstelle richtig sichert und wie man einen Verunfallten erstmal Erste Hilfe leistet, bis die Bergrettung kommt. Ja, nachdem wir die Unfallstelle gesichert haben, ist der nächste Schritt Erste Hilfe leisten. Erste Hilfe leisten. Das bedeutet, wir gehen erstmal zu demjenigen hin und fragen, ob alles in Ordnung ist. Wenn man ein intelligenter Mensch ist, fährt man eigentlich, ist die Abfolge natürlich ein bisschen anders. Man fährt an und fragt erstmal, ob alles in Ordnung ist, bevor man sich das Board abschneidet und erstmal ein Kreuz baut. Und derjenige sagt, ich habe mir nur Aua Aua gemacht und ich fahre gleich weiter. Also Realität ist, ihr fahrt an, ihr seht, die Person ist verletzt, ihr zieht eure Sachen aus, ihr baut ein Kreuz in irgendeiner Form und kümmert euch dann um den Verletzten. Die erste Frage ist natürlich, kann derjenige sich bewegen? Oder ist er überhaupt ansprechbar? Nein, ist er überhaupt ansprechbar? Atmen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ist er ansprechbar, bewusstlos? Kann er reden oder doch nicht? Dann dementsprechend handelt man dann weiter. Genau. Wer, was Erste Hilfe angeht, nicht fit ist, Erste Hilfe Kurse gibt es überall. Und gerade weil wir das unterstützen, werde ich jetzt irgendwie noch einen Link in die Videobeschreibung dazu packen, wo man sowas finden kann. Da gibt es bestimmt irgendwas im Internet. Um euch das leichter zu machen, werde ich das suchen und das euch runterschreiben. Erste Hilfe, sehr, sehr wichtig. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass der erste Kommentar, den ich zu meinem Facebook-Aufruf zu diesem Podcast bekommen habe, genau dieser war. Von wegen, wir sollen darauf hinweisen, dass man bitte Erste Hilfe fit ist und genau auf diese Punkte, die wir gerade hinweisen, was wir natürlich sowieso machen wollten, weil das ist ja Sicherheit ist das Thema dieses Podcasts. Jawohl, falls die Person sich nicht bewegen kann, Bergrettung rufen. Bergrettung rufen kann aus zwei Sachen bestehen. Bergrettung rufen kann daraus bestehen, dass wenn ihr eine Person übrig habt, zum nächsten Lift zu fahren, die wissen sofort, wo die Bergrettung ist. Falls ihr zu zweit seid oder keine Person habt, die übrig hat, die schnell fahren kann, 112. Egal, wo ihr seid. Überall in Europa gilt das. Und damit, wie ihr das kennt, kommt ihr in eine Notrufzentrale und könnt dann sagen, ihr befindet euch auf dem Berg, auf der Piste und auch dann wird euch geholfen werden. Ja, die sind dafür vorbereitet und werden dann gegebenenfalls die Bergrettung vor Ort Verständigen, danke. Haben auch eine eigene Telefonnummer meistens. Die haben auch eine eigene Telefonnummer. Kann man sich ja vorher schlau machen. Aber die hat man, da bin ich ehrlich, die habe ich auch, kennst du die Notfalltelefonnummer von der Postwiese? Weiß ich ja nicht. Habe ich mir das jemals angeguckt? Wie oft bin ich in Stuttgart gefahren? Einmal. Siehst du, jetzt einmal die Chance gehabt. Aber wenn ihr weder ein Handy noch keinen dabei habt, es sind immer Leute auf der Piste, dann quatscht einfach irgendwen an, schreibt wen an, dass der bitte runterfahren soll und Bescheid sagen soll. Vor allem nicht dann sehr lieb fragen, könnten die bitte genau, mal, sondern einmal sagen, du fährst und runter und dann Bescheid macht er sagen. Das auch. Dann. Weil es geht um Menschenleben. Genau. Da zählt jede Sekunde. Dirigieren. Stelle ich mal so schön in die Mitte. Zwei Erste-Hilfe-Packs, die ich jetzt hier gerade am Mann hatte. Einmal so ein Notfallverbandsgedöns und einmal die Verbandstasche aus meinem Auto.
Ich habe noch eine dritte. Wo ist die? An der Hose. Richtig, in meiner Skilehrer-Uniform. Immer am Mann. So ein kleines Pack. Ich persönlich bin kein Fan von Rucksack tragen, aber sowas passt in jede Tasche. Und gerade Border-Taschen sind sehr groß, genau, die kann man auch an den Gürtel packen. Wobei hier ist es auch nicht so viel. Also ich guck mal. Nehmen wir mal auseinander. Schau mal, was Verbandsmantel, ist. Pflaster, so wie gesagt, da kann man. Mullbinden, kleine Schere. Das kleinste Stück Tape der Welt. Für den kleinen Auer. Ja, Mini-Pflaster. Eine kleine Aua zwischendurch. Falls sich einer eurer coolsten Buddies im Funpark das Jungfernhäutchen gerissen hat, kann er sich damit. Ganz süß ist immer, wenn man diese Pflaster austauscht gegen Pflaster mit Tierchen drauf, weil dann ist es mit dem Dreck wieder super. Handschuhe sind auch hier drin. Handschuhe, genau. Und Reinigungszeug. Also, wie gesagt, alles Mögliche, was im Kopf packe ich jetzt nicht zusammen. So, kommen wir zu einem Teil, was eigentlich viel wichtiger ist, was ich jetzt ein bisschen Platz hier in der Mitte. Das ist Kram. Das wunderschöne Ding. Das ist meine Holo Gold Card von Yu-Gi-Oh! Wir packen sie jetzt nicht aus, weil sie ist doch original verpackt. Ist doch OVP. Ja, das ist eine Rettungsdecke mit einer goldenen und mit einer silbernen Seite. Und meiner Meinung nach ist das eines der wichtigsten Sachen, die man dabei haben sollte in seinem Erste-Hilfe-Kasten, der natürlich in erster Linie da sein sollte und das sollte da drin reingehören. Hat eine goldene Seite, hat eine silberne Seite, wann man was einsetzen muss. Dazu werden wir auch irgendwann nochmal ein Video geben, wenn wir in unsere Unfallsachen gehen. Wichtig ist, dass ihr immer damit rechnen müsst, dass die Bergrettung ein paar Minuten braucht, um euch zu finden. Und ihr liegt auf Schnee, Schnee ist kalt. Kalt bedeutet, man kann sehr schnell auskühlen. Und da ist eine Wärmedecke sehr, sehr wichtig, beziehungsweise eine Wärme- und Kühlungsdecke. Denn tatsächlich gibt es auch den Fall, dass man in der Sonne liegt und in den dicken Klamotten auf einmal anfängt, immer wärmer zu werden und da vor der Sonne geschützt werden muss. Wobei das im Schnee eher seltener der Fall ist. Ich weiß ja auch nicht, wie rum die kommt. Bitte? Ich weiß selber auch nicht, wie rum die kommt. Ich würde die goldene Seite nach oben tun, wenn jemand im Schnee liegt und im Kalt ist. Richtig. Clever. Ja, dazu kommt natürlich noch, dass in dem Fall die goldene Seite auch ein Zeichen dafür, also im Schnee auffällt und ein Zeichen dafür ist, dass da jemand Hilfe braucht. Die packen wir nicht aus. Das ist ein Fluch, die wieder zusammenzupacken. Und sie würde auch nicht mehr so schön in die Tasche passen. Korrekt. Deswegen. Ja, dann habe ich einen Knäuel in der Tasche. Muss ja immer wieder dabei haben. Ja, muss immer wieder dabei. Jawohl, dann bei Unfall, ja genau, bei der Person natürlich so lange bleiben, bis die Bergrettung da ist und denjenigen übernimmt. Falls ihr den Unfall gesehen habt, kurz vielleicht denjenigen sagen, was ihr genau gesehen habt, denn ganz oft kommt es vor, dass die Verunfallten selber gar nicht wissen, was passiert ist, die einfach nur gemerkt haben, ich bin eine Kurve gefahren und lag auf einmal im Schnee. Und wenn ihr dann den Leuten sagen könnt, die sind dreimal auf den Kopf gefallen zwischendurch, dann wäre das, glaube ich, ganz sinnvoll als Information. Personalien da lassen. Zehnte Regel. Personalien da lassen. Genau, das ist. Wurde ich aber tatsächlich auch noch nie gefragt, auch wenn ich bei einem Unfall daneben stand und. Mit deinen Personalien? Ja. Ja, das wird man meistens auch nur gefragt, wenn man da schuld war. Wie gesagt, wenn die Bergrettung denjenigen abtransportiert, dann ist euer Dienst damit erfüllt. Und jetzt kommt noch eine kleine Anekdote von mir, die tatsächlich sehr lustig ist dazu. Und zwar in Kanada während meines Auslandssemesters habe ich auch eine verletzte Person gefunden im Funpark. Und diese Person lag genau zwischen zwei Rails und konnte sich absolut null bewegen. Und da musste ein Hubschrauber kommen, der im Funpark nicht landen konnte. Nicht schön. War es sehr, sehr gut, dass in dem Funpark sehr viele Leute waren, auch sehr viele sofort hilfsbereit mit angepackt haben. Letztendlich haben wir eine Rail aus dem Schnee ausgebuddelt und an Seite geschmissen, dass der Hubschrauber da landen konnte.
Wir waren ungefähr 20 Leute, die da eben mit angepackt haben. Das dauerte keine 5 Minuten von der Bergretter, der zuerst vor Ort war, hat uns gefragt, ob das möglich sei, und wir haben es gemacht. Und dann haben wir tatsächlich noch kurz mit diesen 20 Leuten die Piste gesperrt, indem wir eine schöne Menschenkette gebildet haben. Der Hubschrauber ist gelandet, derjenige ist abtransportiert worden. Und der Funpark hatte eine Rail weniger. Ja, nette Anekdote, was es bedeutet, mit anzupacken, und für denjenigen, der da lag, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wenn er wüsste, dass wir das alle gemacht hätten, dann wäre er sehr dankbar. Falls du das siehst. In Kanada. In Kanada. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Wer weiß. Ja. Soviel zu den Unfallpunkten. Doppelt ist besser. So. Meine Liste ist durch. Meine Liste ist durch. Und zwar, bevor ich das vergesse, muss ich nochmal mein intelligentes Gerät rausholen von einer Firma, die, auch wenn sie so klingt, dessen Obst nicht kein Obst produziert. Und denn ich möchte natürlich auch lobend erwähnen, wer mich angeschrieben hat. Das mache ich dann, wenn mein Handy entschieden hat, Internet zu bekommen, denn in unserem wunderschönen Set haben wir kein Internet. Und zwar Alexander Gräper. Gräper. Ich nehme an, Gräper. Alexander Gräper war derjenige, der uns auf diese. Der uns darauf hingewiesen hat, auf diese Unfallsachen genau hinzuweisen und nochmal auf die Rettungsdecke. Vielen Dank dafür, schon mal jetzt. Und Nils Mewis. Was hat er nochmal geschrieben? Abseits der Piste fahren, da können wir nochmal drauf angehen. Gefahren von Funpark so und abseits der Piste fahren. Das sind tatsächlich noch zwei Sachen, die wir gerne ansprechen können. Jetzt, abseits der Piste fahren ist strengstens verboten. Deswegen stehen auch überall so Schilder und Bändchen und Verbotsdinger, und viele machen es trotzdem. Genau, deswegen sagen wir jetzt an alle Snowboarder draußen, abseits der Piste fahren ist absolut verboten und werden wir nicht tolerieren. Und wir geben euch deswegen auch keine Tipps dafür, wie man das macht. Genau. Acht bitte auf die Schilder, wo Kreuze drauf sind, da nicht reinfahren. Und immer auf eure komplette Schutzausrüstung, wenn ihr auf der Piste fahrt. Nein, also ganz, ganz einfach. Abseits der Piste fahren ist meistens der Tiefschnee neben der Piste. Das ist vollkommen in Ordnung. Bitte achtet wirklich auf Hinweisschilder. So ein schönes, großes Achtung Gletscherspalte-Schild sollte man tatsächlich nicht ignorieren. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also es ist einfach nur auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr. Es gibt keine Sicherheit, abseits der Pisten zu fahren. Also da muss man halt wirklich, da ist man halt auf sich selber gestellt. Fahrt nicht alleine abseits der Piste, ja, wenn ihr unbedingt abseits der Piste fahren müsst. Und ganz, ganz wichtig, wisst, wo ihr seid. Wenn da irgendwas passiert und einer von euch hat sich verletzt und ihr könnt nicht sagen, wo ihr seid, dann kommt auch keiner zu euch und hilft euch. Das ist ganz wichtig. Und man kann schnell die Orientierung verlieren am Berg. Und dann dem Bergretter zu sagen, ich bin da lang gefahren und dann da lang gefahren, dann am dritten Baum bin ich links gefahren, der findet euch niemals. Deswegen, abseits der Pisten fahren bedeutet für mich in dem Sinne nur, fahrt 3-4 Meter neben der Stange, die Piste begrenzt. Und dass man euch sieht, genau. Und ihr um Hilfe rufen könnt und dass auch wirklich jemand hört. Und wenn ihr wirklich alle Hinweisschilder missachtet, fahrt mindestens zu zweit, zu dritt, wie auch immer. Nein, Hinweisschilder missachten tolerieren wir nicht. Dafür geben wir keine Tipps. Ich hatte auch schon mal die Situation, dass wirklich zwei Pisten nebeneinander liefen und halt auch keinen Baum oder sowas und einfach in der Mitte halt Tiefschnee noch war. Das ist natürlich dann in Ordnung zu fahren, weil es war einfach... Es war nicht präparierte Piste. Es war einfach keine präparierte Piste, genau. Es war genau zwischen zwei Pisten, die waren einfach nur mit Stangen abgetrennt, aber halt keine Bäume oder sonst irgendwas, wo man dann halt auch frei fahren konnte. Man konnte einfach alles drei, also Piste 1, nicht präparierte Piste und Piste 2 von einem Blick aus sehen. Also es ist da wieder in Ordnung. Das gehört aber auch wieder zu den 3-4 Metern
abseits der Piste im Tief steht, halt der nicht abfällt. War halt ein großes Stück, 3-4 Meter. Das war ein großes 3-4 Meter. Je nachdem, wen man da fragt, ne, was 3-4 Meter sind, ist das auch ein bisschen größer und länger. Aber wenn man da halt noch gute Übersicht hat über den Berg oder sowas, dann ist es halt noch ein bisschen vertretbarer da zu fahren, als wenn alles voller Bäume ist und man dann die Gefahr hat, in den nächsten Baum zu holzen und dann einfach nicht mehr gesehen zu werden. Jawohl. Dann die nächste Frage war Sicherheit im Funpark. Dazu wird nochmal ein eigenes Video kommen, wo wir die Funpark-Regeln darlegen werden. Dementsprechend, da verweise ich dich einmal auf das, was da kommen wird. Und ich glaube, dann sind wir durch. Das ist unser erstes Podcast. Ich hoffe, da kommen noch, also ich hoffe, da kommen noch mal eine Menge mehr. Da kommen noch eine Menge mehr. Was ich hoffe, ist, dass wir eines Tages auf dieses Podcast zurückblicken und sagen, das erste Podcast. So haben wir angefangen. Und ja, Podcast bedeutet, dass es wird jetzt alle 2 Wochen ein Video geben, immer donnerstags. Das Video wird dann irgendwann in der Woche vorher produziert werden. Das wird dann immer am Wochenende von mir über Facebook einen Aufruf geben. Was wollt ihr zu dem Thema wissen oder was habt ihr Fragen dazu? Und genau wie ich gerade die beiden hier erwähnt habe, werdet ihr dann natürlich auch nicht nur von mir erwähnt, sondern auch eure Fragen beantwortet zu den speziellen Themen, die wir dann ausgewählt haben. Des Weiteren wird dann das Podcast natürlich hier auf YouTube weitergeben und wahrscheinlich nochmal in anderer Form irgendwie auf iTunes oder sowas runterladbar sein, in irgendeiner Art von Dauer-Podcast-Service, die man halt, da gibt es halt eine Menge von, iTunes ist jetzt ein Beispiel davon, was wir dann irgendwie mit unserer Webseite verknüpfen werden, die jetzt gerade noch nicht so wirklich schön ist, aber im Laufe der nächsten Zeit von mir ordentlich nochmal umgekrempelt wird und dann unter anderem auch ein Forum beinhalten soll. Ja, wo ihr eure Fragen reinpacken könnt und wir Fragen reinstellen an euch und wir miteinander kommunizieren können, denn wie in jedem Video, was ich sage, ist die Kommunikation mit euch sehr wichtig und die wollen wir über den Sommer auch nicht verlieren. Das bedeutet, wenn ihr Fragen habt, immer her damit und wir tun unser Bestes, eure Fragen zu beantworten. Ja, ich hoffe, das Podcast hat euch gefallen. Es ist halt ein längeres Format und es wird auch ungefähr in der Länge jedes Mal bleiben, so um die 45 Minuten. Ich bin blind, ich kann nicht sehen, was meine Kamera gerade sagt. 50. Ja. Sind wir schon über der Zeit. Also ungefähr in dem Zeitrahmen wird es immer sein. Ich weiß, das ist halt für YouTube schon ein sehr langes Format, aber für diejenigen, die es halt trotzdem immer wieder bis zum Ende gucken, vielen Dank dafür. Schreibt was in die Kommentare. Wir haben es gesehen. Schreibt was in die Kommentare. Wie gesagt, Fragen und Anmerkungen sind wir auch gerne zu haben. Ja, dann sind wir durch. Wir sind durch. Lange Tage. Wir verabschieden uns in dem Sinne von euch und sehen uns zum Podcast in 2 Wochen wieder. Das Thema dazu überlegen wir uns noch. Und vorher sehen wir uns beim nächsten Video wieder, am Montag. Genau, am Montag gibt es das nächste Video. Mal gucken, vielleicht steht auch wieder ein Funpark. Drückt uns die Daumen. Ja, dass wir wieder ein Funpark-Video machen. Mal gucken, wir wissen noch nicht, was uns erwartet, deswegen verabschiede ich mich von euch. War schön mit dir. Und natürlich auch von euch. Und bis in 2 Wochen. Ciao. Tschüss.